Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Movie Video Game. Wir machen weiter mit dem Wilden Westen. Ich frage mich, wen der Mann so anschreit. Ich kann nicht gemeint sein. Ich fühle mich vollkommen sicher. Genau, jetzt haben wir hier den Stab und können damit mit Wildstyle den Rest hier machen. Oder auch nicht, wenn ich so blöd bin, das zu treffen. Hallo. Ja, ich spring da ran, aber Wildstyle wollte gerade nicht, deshalb war ich ein bisschen verwirrt. Jetzt können wir hier was Schönes bauen. Bauen wir jetzt einen Zug? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Teile hier bekommen hätten. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Flucht aus Flachbusch. Sieht aus wie ein Fluchtlevel, also wo wir fahren müssen. Hey, ich hab's geschafft! Ja, du hast es echt geschafft! Zug! Ah! Hm. Wir sind am Leben und ihnen entkommen. Ist die Gefahr nicht vorüber? Weil wir keine Zugfahrkarten haben? Ich glaube, da kommen wir jetzt nicht rüber, oder? Also wir könnten fliegen, später noch mit Charakteren. Das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich hier schon wieder nicht das Minikit sammeln. Also das heißt Minikit, das, ihr wisst, was ich meine, die goldenen Seiten. Golden alle Seiten haben wir jetzt. Ich liebe es ja, wenn es so begrenzt Geld in Leveln gibt und dann fliegt das alles runter. Einmal hier runter. Da kommen wir auch nie wieder hoch, leider. Hier ist erwartet, dass wir mit Vitruvius erstmal dran müssen und die wieder irgendwo einbauen. Aber nur, jetzt müssen wir mit MT hier einfach eine Sache reparieren. Ich glaube, der ist das schon kaputt, wenn er diese Sachen mal. Ja, ich glaube. Den kriege ich nicht, den Schein. Was heißt denn Schein? Das Geld? Vitruvius? Oh, ich weiß, meinen Stab auf den Roboter werfen. Wie kommen wir nur an den Baumstämmen vorbei? Oh, ich glaube Wildstyle oder ich kann etwas bauen. Ja, könnt ihr. Wir bauen gerade mit dir, weil ich mit dir sowieso was geworfen habe. Okay, ein Katapult, um den Baum schon wegzumachen. Hm. Jetzt können wir aber nicht mehr an die goldene Seite ran. Das ist natürlich schade. Also vielleicht können wir mit Wildstyle noch ran, wenn wir irgendwie Glück haben und worauf springen können, so halb. Aber es sieht ehrlich gesagt schlecht aus. Nee, ich glaube, da kommen wir leider nicht weiter. Da brauchen wir, glaube ich, auch einen fliegenden Charakter. Also ich kann gedrückt halten und ich kann drücken. Also, ja, so spammen. Ganz komisch. Ich finde, die sind auch relativ gut versteckt, die Kisten. Ja, also klar sieht man die da, aber dass man die sonst kaputt machen kann, vor allem wenn man die andere Seite nicht kaputt machen kann, ist schon ein bisschen komisch. Dann einmal das hier kaputt machen. Weiß einer von euch, was man daraus bauen kann? Hm, wahrscheinlich schon, Emmet. Was bauen wir denn daraus? Ich weiß es nicht. Trampolin wieder? Okay, den Schein bekommen wir da nicht mehr. Was ist aber ein Schein? Also ist ja kein Schein, ist ja 100. 100 Euro wären halt schon ein Schein, aber ist ja eher Münze. Ich soll eher sagen, da geht den Start durch die Münze, aber da denke ich meistens nicht. Plötzlich andere Musik. Aber es scheint, als wären das hier wirklich einzelne goldene Seiten. Bei den restlichen war es ja auch, dass es halt welche, also ein Ding war, wo wir fünf Sachen kaputt machen müssen oder sowas. Und hier anscheinend nicht. Hier sind es anscheinend wirklich die fünf einzelnen Seiten.
Seiten. Außer es kommt noch ein zweiter Level-Teil, den ich jetzt noch nicht absehen kann. Ja, machen wir gleich. Aber erstmal Sachen kaputt kloppen. Okay, wir können hier noch nicht weiter. Schade. Komm schon, spring drüber. Wir müssen den Kran schwenken, um über die Kisten zu kommen. Okay, das wollte er erst nicht. Das hat mich gefragt, was ich da machen soll. Oh, ich habe Emmett zerprügelt. Beim Schwarzfahren wurdet ihr vielleicht nicht erwischt, aber jetzt seid ihr dran. Achtung, runter! Natürlich hat er ein fliegendes Auto. Aber man kriegt doch nicht jedes Mal Schaden, wenn man von dem getroffen wird, gefühlt. Das ist schon mal ein Vorteil, aber man kriegt da trotzdem häufiger Schaden, weil wenn dann zwei oder drei Leute anschießen, dann gefühlt jedes Mal. Aber bei einer Person hat man irgendwie einen Schutz, dass wenn der dich gerade getroffen hat, dass er dich dann nicht nochmal trifft. Weil sonst hätte ich jetzt auch schon, ich glaube, er hat mich dreimal getroffen, oder zweimal mindestens, und dir noch ein Herz weniger. Erstmal hier was bauen. Das klappt wahrscheinlich runter. Genau. Dann können wir mit Vitruvius. Da. Meinst du, du kannst seitlich um den Zug herum? Schaut gut hin. Okay. Hier sollte eigentlich was sein. Ach, da ist sie doch. Perfekt, haben wir noch einen bekommen. Okay, wir können auf jeden Fall auf den Zug auch rauf. So, die Frage, warum wir das machen sollten. Oder wollen würden. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht das Ziel gewesen, dass man das schafft. In diesem Rohr fehlt ein Ventilgriff. Okay. So, hier gibt es einen Zehner, den ich gerne haben wollen würde. Denn hier gibt es noch richtig Geld. So, das nehme ich auch nochmal mit. So, das ist halt eigentlich nicht der Plan, also eigentlich nur hier hinten rauf, glaube ich. So, ich brauche einen Ventilgriff. Bring den Ventilgriff zum Rohr zurück. Aber ich habe doch gar nicht, ach, der ist hier. Klar, wusste ich. Habe ich gesehen. Natürlich. Und hier brauchen wir Emmett für. So kleines Geld. Ich glaube 50.000 brauchen wir für der Besondere. Ich glaube, es macht auch keinen Unterschied, ob man gedrückt hat oder drückt. Also das finde ich auch ganz cool, dass man entweder gedrückt halten kann oder spammen kann. Den, was man möchte. Bin jemand Fan davon, dass ich einfach gedrückt halten kann, weil dann muss ich die ganze Zeit meine Hand benutzen. Also muss ich halt nicht durch ihn spammen. Durch ihn spammen ist halt ein bisschen nervig. Will das sie zerstören? Na, ich kann sie fertig bauen. Schade. Ich will es kaputt machen erstmal. Danke für nichts, Spiel. Komm drauf, Jungs. Danke, Wildstyle. So, wir brauchen jetzt sowieso Emmett. Dann nehme ich Emmett auch erstmal mit. Dann einmal hier rüber hopsen. Das hier haben wir alles gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur das hier machen. Ja, den Griff habe ich schon gemacht. Danke, Spiel. Und los. RIP Geld? Okay, es waren nur 48.000, aber wir haben es geschafft. Perfekt. Was weiß der schon wieder? Da ist sie, okay. Ja, komm her. Blöder Roboter. So, weiter geht's. Einmal kaputt klappen, bitte. Ja, fast. Wow.
Okay, ich dachte, hier schießt er nochmal hin, aber nö. Dann muss ich das hier selber kaputt machen. Das ist natürlich nicht so toll, weil dann ist es auch schöner, wenn er selber kaputt macht für mich. Dann muss ich nicht kaputt hauen und kann das Geld fast einsammeln. Wir brauchen eine Anleitung, sehe ich gerade. Okay, gut. Ich wollte eigentlich hinsteuern, aber das Spiel hat sich doch nö. Mach mal nicht. Ach ne, klar, wir brauchen Emmet. Ich wollte gerade mit Vitruvius da oben was machen, weil er so da oben ist, dann mit ihm rübergehen. War natürlich falsch. So, wir brauchen das Ding. Okay, das war schon perfekt. Gibt nur 5000 dafür. Ich glaube, am Geld sieht man, wie viel es sind. Wenn es 5000 ist, ist es nur eine Aufgabe, also ein Ding. Wenn es zwei sind, gibt es dann 10.000. Und wenn es dann drei Bauschritte sind, sind es dann 15. Ja, hier könnte ich das dann mit irgendjemandem löschen, der was hat, aber da haben wir gerade keinen. Das finde ich ein bisschen komisch, weil die Lego-Spiele sind immer so Koop-Level, sage ich, oder Koop-Spiele. Und dass man einfach hier so die ganze Zeit alleine rumläuft und der andere halt nichts machen kann, außer vielleicht gegen Bots abwehren, wenn es da welche gibt, ist halt schon ein bisschen komisch. So, 100 noch mitgenommen wenigstens. Au. Au. Ich bin ein bisschen blöd, dass die mich so weit nach hinten schubsen. Okay, der ist kaputt. Da hinten gibt es doch hier was, aber ich kann da nicht hin. Warum nicht? Na, hier ist noch was. Wusste ich. Okay, die anderen würden einfach wirklich da nur verteidigen. Ich möchte schon gerne White Cell haben. Ich finde das Leuchten von ihren Ärmchen und Beinchen ganz lustig, wenn sie Leute verprügelt. Da kann man, wie gesagt, noch nicht hin, da müssen wir das Feuer löschen können für. Das war knapp, fast gestorben. Einmal runtergetreten. Schnell, sonst bist du hin. Nach dir. Nach dir. Nein, nein, ich bestehe darauf. Schnick, schnack, schnuck. Okay, aber ich habe nur Greifer, weißt du? Greifen. Wie wissen wir dann, wer gewonnen hat? Einfach die Greifer in drei Positionen. Entweder gerade, quer oder... Okay, ich hab's sowieso schon geschafft. Oder halt, quer, also diagonal, vertikal oder horizontal den Greifer ausrichten. Naja, stimmt. Emmet kann ja nicht Meister bauen, oder müssen wir es überhaupt bauen? Außer er hat eine Anleitung. Vergessen. Sehe ich ein. So, geldtechnisch sieht es auch wieder gut aus. Oh nein, ich bin reingefallen. Oh Mensch, wir haben eine Anleitung bekommen. Ehre. Ja, es hat sich schon gelohnt, dass man das, hier bekommt. Aber wenn man mit Emmet hier runterfällt, kommt man nicht mehr hoch. Das heißt, mit Emmet müsste man den Charakter wechseln und mit dem zweiten noch runterkommen. So, ich dachte, wir können hier auch einfach mal so reinspringen, eben gerade, aber nö, es ist einfach, dass man hier runterfällt. Also diese Explosivdinger kann man einfach komplett ignorieren, weil du einfach da vorbeilaufen kannst und bist einfach schneller. Lass mich gerade, ich muss das Auto gleich benutzen, um was zu bauen.
RIP Brücke. Dann halten wir ihn besser mal auf. Okay, ne, wir bauen die Teile, die wir auch mit der wir die Mission gestartet haben, bauen wir sie wieder aus. Um da so was zu bauen. Ich habe immer erwartet, dass er hier neben fliegt und. Genau, dass er hier neben fliegt und wir dann ihn für irgendwas benutzen. Ich glaube, er hat White Star mitgenommen. Was zum Kuckuck? Endstation. Oh nein, nein. Halt! Nein, 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 nein! Nein. Was zum. Beruhigt euch, ich bin ja da. Batman! Was geht, Baby? Baby! Was? Oh, sorry. Batman, das ist Emmett. Emmett, das ist mein Freund, Batman. Ich bin Batman. Er ist Batman. Genau. Den Superhelden gibt es, den ich nicht spoilern wollte. Im letzten Part, glaube ich. Beispiel freigeschaltet. Wir haben Emmett Rad freigeschaltet. Wir haben Batman freigeschaltet. Wir haben Mumie zum Kauf freigeschaltet. Warum auch immer. Wir haben Hank Heuball zum Kauf freigeschaltet. Das sehe ich noch, was wir den freigeschaltet haben. Badewan Harry. Den vielleicht auch noch irgendwo zum Kauf. Lady Western Robo. Spezialeinsatz Robo Raketenwerfer. Cool. Haben wir auch zum Kauf freigeschaltet. Ein bisschen Geld diesmal. Das hätte ich nur. Ja, besonders sind wir auch wieder. Dann gucken wir, wo wir jetzt gleich sind. Wir haben zwei Seiten oder zwei Anleitungen, goldene Anleitung von. Wir haben Level abgeschlossen und wir haben der besondere freigeschaltet. Keine Ahnung, wo man da jetzt die Hosen finden soll. Vielleicht auch nach links, wo die eine Anleitung ist. Hier ist noch der alte Westen, okay. Ja, da ist die Mumie. Wir können Batman auch noch fehlen. Hat Batman denn irgendein Sprengzeug mit? Ne, er hat nur seine Battle Ranks. Schade. Haben wir irgendwas, was wir machen können? Weil das Level anfangen jetzt in 3 Minuten lohnt sich nicht mehr. Abstand halten, Leute. Wir haben wahrscheinlich nichts zum Löschen mit Batman. Ich weiß doch leider nicht, welcher Charakter jetzt irgendwas hat. Wir können aber jetzt schon random Charaktere nehmen. Und die können wir auch kaufen. Ist ja cool. Ich glaube, einer von denen hier hat auch noch Wasser. Aber ist ja ein DLC-Charakter, dann cheat ich wieder so ein bisschen. Genau, dann gucken wir nochmal oben. Das können wir nicht machen. Hier auch nicht, ne? Also hier ist ja auch nichts. Aber er prügelt sich auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. So wie in den Lego Batman-Spielen. Ich finde es auch cool, dass man hier einfach spielt und dass er einfach im Film auch vorkommt. Auch wenn es so ein bisschen random ist. Du bist doch ein ehrenwerter Bürger, nicht? Die Cooper-Brüder, diese nichtsnutzigen Banditen, sind gestern Nacht in die Bank eingestiegen und haben das verflixte Gold geklaut. Diese Schurken haben die Bank überfallen. Wenn du sie kriegst, bekommst du eine mickrige Belohnung. Nice. Wen soll ich jetzt besiegen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Hä? Nun, was tust du mit den Missetätern, die dieses schändliche Verbrechen zu verantworten haben? Wenn du mir sagst, wer es ist, dann könnte ich die verprügeln. Okay, die können nicht verprügeln. Ich weiß gerade echt nicht, also ich habe auch nicht so wirklich darauf geachtet, was ich jetzt hier tun sollte. Wo ist euch die dritte Anleitung? Ja, die ist an Stelle würde ich Abstand halten. Das Pferd ist unberechenbar. Okay, selbst Batman davor Angst. Dann ist das Pferd wirklich unberechenbar. Ich kann einfach mal gucken und alle hier ab. Zielen und so gucken, wen ich davon vielleicht treffen könnte. Jemand muss das Feuer löschen. Habe ich nun leider nichts für. Ja, keine Ahnung, was hiermit gemeint ist mit der Mission. Oben ist auf jeden Fall so ein Vogel. Ist der irgendwie relevant?
Also damit müsste ich noch was machen können, glaube ich, früher oder später. Okay, so nicht. Hm. Dann weiß ich es leider auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, ich komme erstmal nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ich kann mir gleich nochmal das Ende des Parts angucken und dann vielleicht sehe ich noch was. Aber erstmal würde ich sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.